Wir machen in diesem Video mal was total Verrücktes, denn ich zeige dir gleich einen Weg, deine Musik nochmal ganz neu zu betrachten und damit verbunden die Chance, dass sie dadurch häufiger und auch viel länger gehört wird. Tag, ich bin Jonas vom Recording-Blog und der Titel dieses Videos mag dir ein bisschen widersprüchlich vorkommen. Warum macht man etwas nicht, auch wenn es Sinn macht? Und vor allem, was genau soll damit gemeint sein? Um diesen Widerspruch aufzuklären und vor allem auch aufzuklären, wovon ich die ganze Zeit hier schon rede, verrate ich dir mal, was ich in meinen Song- und Mix-Coachings immer wieder beobachte. Und zwar egal, ob Beginner oder Fortgeschrittener, egal ob Einzelcoaching oder für die Mitglieder im Recording-Blog-Premium-Bereich. Ich bekomme also einen Song zugeschickt, höre ihn mir ausführlich an und dann treffen wir uns, sprechen über dieses und jenes im Mix und nahezu immer komme ich dann auf den Ablauf des Songs in den ersten 60 Sekunden zu sprechen. Warum das wichtig ist, verrate ich dir sofort, aber vor allem zeige ich dir direkt danach noch in der Session eine ganz simple, aber vor allem effektive Methode, die mir persönlich nicht nur immer wieder den Arsch rettet, die mir immer wieder weiterhilft, meine Songs im Ablauf nochmal deutlich zu optimieren und mir gleichzeitig dabei auch noch das Leben beim Schreiben des Songs leichter macht. Dazu aber gleich mehr, jetzt erstmal folgendes Beispiel. Hast du dich schon mal dabei beobachtet, wie du Videos schaust bei YouTube? Wie lange schaust du einem Video zu, bevor du entscheidest, ob du weiterschaust oder ob das Video in der Vorschlagsliste daneben nicht vielleicht doch ein bisschen interessanter klingen könnte? 30 Sekunden? 60 Sekunden? Weil bis dahin sollte man auf jeden Fall einen kleinen Vorgeschmack von dem bekommen haben, was das Video im Weiteren noch so zu bringen hat, oder? Jetzt sagst du vielleicht, was haben denn YouTube-Videos mit meiner Musik zu tun? Ganz einfach. Ein potenzieller neuer Fan deiner Musik hört diese völlig unvoreingenommen und im Prinzip mit der gleichen Aufmerksamkeitsspanne, wie wir heutzutage YouTube-Videos schauen. Mit anderen Worten, im besten Fall hast du 60 Sekunden, im schlechtesten Fall 30 Sekunden oder sogar noch weniger, um deinem neuen Zuhörer den besten Teil vom Song zu präsentieren, also den Refrain. Das Ganze nennt man neudeutsch so schön Time to Chorus, die Zeit, die vergeht, bis der erste Refrain erklingt. Und wenn du das jetzt direkt abwinkst und sagst, diese neumodischen Hörgewohnheiten, die interessieren mich überhaupt nicht, ich mach doch meine Musik nicht für Radio, für YouTube, für Spotify oder noch schlimmer für TikTok, sondern ich mach die Musik fürs Album und da habe ich ja schließlich alle Zeit der Welt. Das stimmt zwar, aber dieser hehre Vorsatz hilft dir trotzdem nichts weiter, wenn deine Musik auf den üblichen Musikportalen deswegen erst gar nicht gehört wird. Oder zumindest nicht bis zu dem Punkt gehört wird, an dem du deinen neuen Fan mit dem Mega-Refrain davon überzeugen kannst, sich dann doch das ganze Album zu kaufen. Und um das nochmal klar zu sagen, dein Refrain kann besser und eingängiger sein als Smoke on the Water, Atemlos und das Lied der Schlümpfe zusammen. Wenn ein neuer Zuhörer bis dahin erst gar nicht kommt, dann hilft dir das auch nicht weiter. Es muss also eine Lösung her. Jonas, beruhige dich. Oh Gott. Übertragen wir das Ganze mal auf die Skizze für einen Song, wie er mir neulich erst selbst wieder aus der Feder in die DAW reingehüpft ist. Und vielleicht kommen dir meine Gedanken beim Schreiben und der dabei entstandene Songablauf ja ein bisschen bekannt vor. Also, ich habe ein Intro. Mindestens 8 Takte mit Platz für die Stimmung und für das Thema. Dann die erste Strophe, dann nochmal das Thema, weil es so cool geworden ist. Dann die zweite Strophe, ich habe ja schließlich Text und ich habe eine Geschichte zu erzählen. Und dann geht's in den Refrain, das ist echt der beste Teil vom Song, den musst du echt gehört haben. Dauert ganz schön lange, was? Bei mir genau 80 Sekunden bis zum ersten Refrain. Wie ich das auf unter 40 Sekunden verkürze, meinen Song dabei noch deutlich fluffiger und kurzweiliger mache und mir ganz nebenbei auch noch die Mühe für eine dritte Strophe erspare, das schauen wir uns jetzt nochmal genau in der Session an. Also los geht's. Und damit du die Verwandlung vom hässlichen Entlein zum schönen Schwan verstehst, hören wir erstmal in die Ausgangsversion rein und ich bin gespannt, ob du die 80 Sekunden bis zum Refrain wohl durchhältst. Falls nicht, kannst du hier unten in der Timeline jederzeit weiterspringen und direkt zum praktischen Teil übergehen. Aber um die Entwicklung auch wirklich nachvollziehen zu können, bleib einfach mal kurz dran und gönn dir. Also, los geht's. Sommer, die Tage.
zu gehen. Dann der Moment, in dem ich dich ansehe. Ein leichter Wind in deinen Haaren, spürst du es auch, als wollt ihr sagen, macht euch auf den Weg, ihr müsst hier raus. Okay, das ist der Ablauf von meinem Song, so wie ich ihn geschrieben habe, mit 80 Sekunden bis zum Refrain. Das ist mein Baby, dabei habe ich mir viel Mühe gegeben und Gedanken gemacht und das bleibt jetzt auch so. Ist ja schließlich genauso gewollt, der ganze Ablauf ist genauso beabsichtigt und gewollt. Das ist übrigens genau das Totschlagargument, was ich dann in Coachings ganz oft aufgetischt bekomme, dass das genauso gewollt ist. Und da kann ich ja auch nichts weiteres zu sagen, denn das ist ja nicht mein Song und auch meine Musik. Die gute Absicht hilft dir aber trotzdem nicht weiter mit Blick auf die Zeit bis zum Refrain. Gewollt oder nicht, da stehen halt immer noch 80 Sekunden. Also kommt jetzt die ebenso kreative wie radikale Methode, die die meisten Musiker nicht nutzen, auch wenn sie Sinn macht. Wir bauen den Song um. Und falls du dich fragst, wie das gehen soll mit einem Song mit über 20 oder mehr Spuren, die man schneiden muss, verschieben, da passieren Fehler dabei und dann ist alles im Eimer. Nee, das ist nicht so. Das geht ganz einfach und zwar genauso schnell wie Hände waschen oder wie atmen. In Studio One und in jeder modernen DAW gibt es nämlich mittlerweile ein Hilfsmittel, um Songteile umarrangieren zu können. Hier in Studio One heißt das Ganze zum Beispiel Arranger. Und wenn du hier oben mal klickst, kommst du hier auf dieses kleine Symbol und da wird die Sichtbarkeit der globalen Spuren angezeigt und die globalen Spuren verraten dir dann, wenn du draufklickst, hier ist der Arranger. Und mit dem Arranger geht eigentlich nur eine kleine Zeile hier oben auf, wie du hier sehen kannst, die heißt Arranger. Das Coole ist jetzt aber, dass du, wenn du hier oben auf den Stift gehst oder wenn du die Taste wahlweise 5 drückst, dann kannst du mit dem Stift hier reinmalen in die Arranger-Spur. Zum Beispiel hier bis Takt 10 zum Beispiel, das ist das Intro. Nehmen wir das mal und dann können wir hier mit der rechten Maustaste draufklicken und sagen Intro und Thema. Und das kannst du jetzt durch den ganzen Song durchmachen und ich mache das mal schnell für dich hier im Schnelldurchlauf. Das heißt, wir gehen mal hier weiter. So, das wäre erledigt und das Besondere ist, dass du jetzt eben nicht nur weißt, wo die einzelnen Teile liegen, sondern dass du jetzt mit dem Arranger auch ganz einfach umstrukturieren kannst, indem du einfach die einzelnen Teile anfasst und verschiebst. Wir können das ja mal machen. Wir nehmen mal hier, ich strukturiere einfach mal wild um, wir nehmen mal die zweite Strophe und schieben die hier vor die erste Strophe. Die erste Strophe schiebe ich jetzt hier hinter den Refrain und das Thema spare ich mir da auch und schiebe das auch hinter den Refrain und den Refrain kopieren wir jetzt einmal. Ich halte mal die Alt-Taste und schiebe den noch mal hier hinter den Refrain. Das heißt, wir haben jetzt hier schon zweite Strophe als erste Strophe, dann haben wir den Refrain, dann haben wir ein kurzes Thema, Strophe, nochmal Refrain. Das heißt, wir wären jetzt hier bei ungefähr 44 Sekunden für den ersten Refrain. Weißt du was? Wir nehmen das Thema und das Intro noch komplett weg und kopieren einfach das zweite Thema mal hier rüber. Dann können wir nämlich den ganzen Songablauf hier nochmal weiter nach vorne schieben. Hier reinzoome und kann das jetzt hier einfach mal so positionieren und dann sind wir jetzt beim ersten Refrain bei ungefähr 37 Sekunden. Das sollte doch mal ein Erfolg sein, ne? Und damit wir jetzt auch mal entscheiden können, ob das jetzt wirklich besser ist, natürlich hörst du dir das im Zweifel dann die einzelnen Teile nochmal an und arrangierst das für dich auch selber um, aber du siehst, wie kreativ und verrückt man damit werden kann. Und jetzt hören wir uns das Ganze mal an und ich bin mal gespannt, ob du jetzt zumindest die 40 Sekunden bis zum nächsten Refrain auch nochmal schaffst. Schreib doch mal unten in die Kommentare rein, welche Variante dir besser gefallen hat und jetzt bin ich einfach gespannt. Also drück die Daumen, dass du bis zum ersten Refrain auf jeden Fall durchhältst. Der zweite Refrain kommt nämlich schon nach einer Minute, wo sind wir da hier? Bei einer Minute 42, da waren wir beim ursprünglichen Song eigentlich erst beim ersten, mitten im ersten Refrain. Also, jetzt nochmal von vorne. Viel Spaß bei der neuen Arrangementstruktur, die ich gebaut habe. Und wie gesagt, ganz nebenbei habe ich mir, glaube ich, noch eine Strophe gespart, weil hinter dem ersten Refrain brauche ich keine neue Strophe schreiben. Ach komm, wir machen vorne noch das Schlagzeug weg. Das ist ja jetzt so ein bisschen Arrangement-Trick. Es soll ja doch mit einem Intro anfangen. Das heißt, wir nehmen Schlagzeug und Bass nochmal weg. Ich drücke Shift M für Mute. Und wir nehmen nochmal die Gitarre hier weg. Wir nehmen das Rhodes-Keyboard hier weg. Und jetzt sollten wir auch ein Intro haben, oder? Ja. Warme Strahlen, noch lang nicht Zeit.
Zeit zu gehen. Dann der Moment, in dem ich dich ansehe. Ein leichter Wind in deinen Haaren, spürst du es auch, als wollt er sagen, macht euch auf den Weg, ihr müsst hier raus. Viel klarer, viel stringenter, vom Text her sogar noch logischer und es erspart mir dadurch auch noch eine dritte Strophe zu schreiben. Wie cool ist das denn? Und wenn dir das jetzt gefallen haben solltest und du vielleicht noch mehr Tricks wissen willst, wie deine Musik dynamischer und für den Zuhörer interessanter wird, dann habe ich hier noch dieses Video hier für dich vorbereitet, in dem ich dir das Arrangement-Element Kontrast für den ganz großen Refrain erkläre und zeige. Wir sehen uns die Tage wieder zu einem weiteren Video im Recording-Blog und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassou!